Was ist besser, heiß oder kalt? Was passiert, wenn sie tauschen würden? Das wäre doch verrückt. Ich will meinen Tag mit heißem Kaffee beginnen. Aber ich bekomme einen Eiskaffee. Oh, das passiert jeden Morgen. Pollys Kaffee kühlt nie ab. Aber sie hat Probleme mit Eiscreme. Oh, ist das kalt. Was? Es ist geschmolzen? Warum? Sie müssen sich einfach daran gewöhnen. Polly ist immer heiß und der Dell ist immer kalt. Aber gleich ist alles anders. Ich hasse meinen Wecker. Sei ruhig. Okay, ich stehe auf. Ich brauche meine kühlenden Augenpads. Warum habe ich mich verbrannt? Meine Haut. Was ist passiert? Oh nein, ich habe verschlafen. Ich muss mich beeilen. Eine schnelle, heiße Frisur. Was? Frost? Was ist denn hier los? Was macht unser Chef gerade? Ich höre komische Geräusche. Komm, wir schauen nach. Wir kommen später wieder. Zeit, dass meine Träume wahr werden. Ich will einen heißen Kaffee. Ja, endlich! Oh wow, es brennt! Die Feuerwehr ist da. Ich habe einen kleinen Feuerlöscher. Was ist gerade passiert? Das Eis, von dem ich schon immer geträumt habe. Endlich! Was? Meine Zunge! Niemand hat mir gesagt, dass es so kalt sein würde. Oh, lebe wohl, Eis. Zeit zu duschen. Ah, warum ist da Eis? Was? Eine Feuerdusche? Hilfe! Und? Fast geschafft. Es reicht. Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig mit dem Training. Adele? Hallo, Chef. Nimm diese wichtigen Papiere. Geh und unterschreib sie. Ja, Chef. Ups, ich hab genießt. Adele, warum raucht es? Sorry, Chef. Heute ist nicht mein Tag. Chef, darf ich reinkommen? Namaste, Polly. Bring mir bitte Kaffee. Danke. Okay. Mein Chef liebt heißen Kaffee. Ups.
Ein gefrorener Kaffee. Hier ist dein Kaffee. Danke. Was ist damit? Oh Mann. Okay. Ich liebe Kaffee-Eis. Seht euch meine Haare an. Mein Kissen hat sie total durcheinander gebracht. Aber ich kann sie mit meinen Händen glätten. Das ist besser als ein Glätteisen. Oh nein, ich brenne. Ah! Was soll ich tun? Warte. Wow, wer sagt's denn? Ich habe heute lockige Haare. Ich will nicht meinen Kaffee einfrieren. Ich werde eine Zange benutzen. So, vorsichtig. Ich hab's fast geschafft. Komm her, Kaffee. Ups. Oh nein. Ich werde einfach Marshmallows essen. Ich will eine entspannende Gesichtsmassage mit Eis. Und jetzt Augenpads. Oh, ist das erfrischend. Meine Haut unter den Augen ist eingefroren. Kälte lässt meine Haut jünger aussehen. Das ist ein heißes Chaos. Was ist denn hier los? Hör auf zu jammern. Los, komm. Willkommen in meinem eisigen Zuhause. Fass nichts an. Bin gleich wieder da. Wie interessant. Was ist hier drin? Was? Pinguine? Mach die Schublade zu. Schau dir das an. Ich habe einen verrückten Wissenschaftler gefunden. Für Neukunden gibt es ein Sonderangebot. Der kann uns bestimmt helfen. Hallo, Wissenschaftler? Ja, okay, wir kommen vorbei. Seid ihr bereit? Lasst uns mit der Operation beginnen. Ihr seht toll aus. Okay, noch ein Versuch. Cool, das wird Polly aber nicht gefallen. Wir gehen. Danke für deine Hilfe. Hier ist die Vorhersage für heute. Heute wären 25 Grad. Wenn mir jetzt kalt ist, wird mir schnell warm werden. Oh, wer sagt's denn? Es wird heute heiß. Was? Es sind schon 30 Grad? Das ist gar nicht gut. Die Fernbedienung ist kaputt. Mir ist so kalt. Unser Studio hat rekordverdächtige 50 Grad. Ups, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Chef, bitte hilf uns. Okay, hört auf zu schreien. Was ist denn los? Ich hasse die Kälte. Das sieht man. Was ist mit dir? Feuer, das ist nichts für mich. Seid ruhig. Ich kenne eine Übung, die euch helfen wird. Bleibt in dieser Position. Gut. Steht aufrecht. Es ist hoffnungslos. Adele? Polly? Oh. Ja, es hat geklappt. Ein Glück. Ich spüre das Feuer. Und ich kann die ganze Welt einfrieren. Ich habe es euch doch gesagt. Wie fandet ihr unsere neue Geschichte? Schreibt uns, ob ihr lieber heiß wie Polly oder kalt wie Adele wärt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.